Brandenburg hat sich in den vergangenen 5 Jahren gut entwickelt. Die Konjunktur ist gut gelaufen. Demzufolge waren viele Unternehmen in der Lage, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die Arbeitslosigkeit ist rückwärts gegangen und deswegen haben wir alles in allem doch auf eine erfreuliche Entwicklung schauen können. Jetzt stehen wir aber vor großen Herausforderungen und da ist es wichtig, dass wir schnell genug umschalten. Das wird eine wesentliche Aufgabe der neuen Landesregierung sein. Und ein Thema steht da ganz oben an und das ist das Thema Digitalisierung. Das heißt, wir brauchen in den Städten, aber auch in der Fläche gute Breitbandverbindungen, also Glasfasernetz, damit man im Grunde genommen sein Gewerbe von überall im Land Brandenburg gut erfüllen kann. Was heißt das jetzt auch beispielsweise für die Schulen? Auch dort brauchen wir sozusagen diese besseren Verbindungen. Brandenburg hat ja auch vom Digitalpakt jetzt Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. Und es ist wichtig, dass die Schulen das Geld schnell beantragen, damit sozusagen die Digitalisierung auch in die Schule Einzug hält. Denn da geht es ja darum, dass in den nächsten Jahren die Grundlagen gelegt werden für gute Auszubildende und für Fachkräfte von morgen. Und die werden in vielen Jobs mit dem Thema Digitalisierung zu tun haben. Ob in der Industrie, in der Hotellerie, in vielen anderen Bereichen wird die Digitalisierung vieles verändern. Und deswegen glauben wir, das ist ein Schwerpunkt, muss ein Schwerpunkt der neuen Landesregierung sein. Und unser Vorschlag ist, das Ganze wirklich auch, um es entsprechend aufzuwerten, mit einem Digitalministerium zu versehen und an der Spitze ein Digitalminister oder eine Digitalministerin, um deutlich zu machen, dass das wirklich absolute Priorität hat. Neben der Digitalisierung ist natürlich das Infrastrukturthema ein Dauerbrenner. Gerade wegen der steigenden Zahl von Pendlern brauchen wir bessere Verkehrsverbindungen zwischen Brandenburg und Berlin, Zugverbindungen. Wir hoffen sehr, dass jetzt auch im nächsten Jahr der BER endlich an den Start gehen kann. Er wird dafür sorgen, dass Brandenburg, die Hauptstadtregion Brandenburg-Berlin, besser in die internationale Arbeitsteilung eingebunden ist. Spezialthema, woran wir auch mit großer Intensität gearbeitet haben, ist das Thema Strukturwandel in der Lausitz. Da kommt jetzt hoffentlich nicht nur das Gesetz, sondern auch das Geld, diese 40 Milliarden Euro insgesamt für diese Braunkohlereviere. Und da hoffen wir, dass es jetzt bald losgeht, damit Ersatzarbeitsplätze neu, auch industrielle Arbeitsplätze entstehen können. Wichtig ist bei all dem, dass wir angesichts der Herausforderungen schnell sind, schnell die Dinge auf den Weg bringen und bei der Umsetzung schnell reagieren, denn die Menschen brauchen eine deutliche Perspektive. Wie gesagt, das Ganze durchaus mit einer guten Ausgangssituation, von der wir starten.